Wir zeigen euch jetzt für die redundante ablassbare Abseilstelle, wie man im zentralen Karabiner die Hintersicherung anbringt, einen HMS mit Schleifknoten in der vertikalen. Zentraler Punkt HMS Verschlusssicherung, einen HMS Knoten drauflegen, schauen, dass er auch umspringt. Dann nehmen wir das Seil, wo nachher die Belastung drauf ist, um das herum soll der Schleifknoten gelegt werden. Dazu nehmen wir hier das Seil als Doppelstrang, legen es hinten rum, ganz ähnlich wie in der horizontalen Richtung, so nah wie möglich dran, und legen auch das Ganze sehr nah dran. Zu erkennen ist, dass er richtig ist, dass hier, wenn man hier weiterziehen würde, ein ganz normaler Sackstich dabei drauf kommen würde. Dieses Seil müssen wir selbstverständlich hintersichern, können wir mit einem Karabiner oder aber mit einem weiteren Schlag, dann vermeiden wir zusätzlichen Verbrauch von Material. Wenn wir das alles ablassen müssten, müsste hier die Hintersicherung geöffnet werden, der Schleifknoten gelöst, und in dem Moment, wo wir den Schleifknoten lösen, ist der HMS wieder freigesetzt und wir können die Abseilstelle ablassen. So wieder.